Mein Name ist Christian. Ich erzähle euch einfach eine kleine Geschichte, die mich so tief berührt hat, dass ich gesagt habe, immer nur recherchieren, versuchen zu verstehen, samt Hintergründe reicht nicht mehr. Stellen Sie sich vor, Sie rufen eine alte Freundin an, sie nimmt ab, schluchzend, weinend. Sie sind entsetzt. Sie fragen danach, was ist passiert? Was ist los? Sprich, sagt sie, das kann ich dir nicht erzählen. Ich sage, was ist passiert? Deine Katze gestorben oder was ist los? Nein, die Tochter von meiner besten Freundin. Ich sage, bitte was? Ja, sagt sie, du kannst dir es nicht vorstellen, da gibt es Eltern, die seit vielen Jahren auf ein Kind gewartet haben und keins bekommen konnten, ziehen extra nach Bayern, um, nachdem das Kind geboren wurde, ihm eine bessere Zukunft bieten zu können. Die beiden Freundinnen sind dauerhaft, nicht nur gemeinsam zur Schule gegangen, sondern auch dauerhaft immer in Kontakt gewesen und telefonierten viel und egal. Sagt sie, du, das glaubst du nicht, die Geschichte. Ich sag, was für eine Geschichte, war die Kleine krank, überfahren worden oder was ist passiert? Sagt sie, nein. Sie ist einfach nur zur Schule gegangen. Ich sage, bitte was? Ja, die Kleine ist 6 Jahre alt gewesen, eingeschult frisch. In Bayern gibt es ja, wie in Schleswig-Holstein auch, nach den Ferien 14 Tage Maskenpflicht in den Fluren, auf den Schulhöfen, in den Unterrichten. Ja, und die erste Woche ging relativ reibungslos. Und dann wurde sie immer stiller und wollte schon am Montag nicht so richtig mehr, weil die Mutter sie dann zum Bus brachte und merkte, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann sagte die Kleine, als sie mit das nach Hause kam, die letzte Woche war komisch, aber jetzt wird es noch komischer. Ich will da nicht mehr hin. Dann kam die Mutter, naja gut, kann schon sein, dass Kinder nicht gern zur Schule gehen. Und ja, mir stockt ein bisschen die Stimme, Entschuldigung. Sie kam nach Hause und diskutierten wieder mal und malten und spielten im Garten und alles Mögliche. Mittwochmorgen wieder. Mama, ich will nicht mehr in diese Schule. Diese Menschen sind so komisch. Die Gesichter sieht man nicht, miteinander reden darf man nicht. Wir müssen auf den Plätzen in den kleinen Pausen bleiben. Trinken, wenn wir angeschnauzt, wenn wir die Maske anheben und was trinken wollen. Ich will da nicht mehr hin. Ja, wir sprechen mit Papa heute Abend darüber. Dann kam Papa nach Hause. Papa arbeitet bei Siemens. Ja, Donnerstagmorgen musste die Kleine gezwungen werden, in die Schule zu gehen. Kam mittags nach Hause, ging in ihr Zimmer und wurde eigentlich nicht mehr gesehen. Traf sich dann mit einer Freundin, spielten im Garten und kam abends wieder nach Hause. Abendessen war alles ziemlich still. Fragen beantwortete sie nicht mehr. Und Freitagmorgen schmiss sie dann ihren kleinen Tornister in die Ecke und sagt, Mama, ich mach das nicht. Das ist nicht gut. Ich will das nicht und ich kann das nicht und mir wird schlecht und ich kriege flimmernde Bilder vor den Augen. Reden dürfen wir auch nicht. Ich kriege nicht genug Luft. Und sagt die Mutti, ich habe dir doch so eine schöne Maske gekauft. Extra mit Blümchen und was weiß ich. Also extra was Besonderes zur Einschulung, war ja der 10. Schultag, der Freitag. Ja, und sie fuhr doch wieder zur Schule. Die Mutter fuhr nach Hause. Die Kleine ging von der Schule wieder zum Bus und stieg ein. Ja, und schlief während der Busfahrt ein. Sagte so ein klein wenig auf die Nachbarfreundin, in der Busbank sitzend. Ja, und dann wurde sie nicht mehr wach. Die Kleine schrie, der Busfahrer hielt, ging nach hinten, was ist los? Schickte dann die ganzen Kinder aus dem Bus raus, rief den Notarzt, der Notarzt nahm sie mit.
Okay, leider hat der Busfahrer vergessen, über fast eine Viertelstunde dem Kind die Maske abzunehmen, weil er Angst hatte, logischerweise, wie alle Angst haben, die sich nicht informieren, sondern den Schwachsinn glauben, den der bunte Kanal, früher war es der schwarze Kanal, heute ist der bunte Kanal, uns alles so erzählt. Ja, Ende vom Lied ist, mittags kriegte dann die Mutter einen Telefonanruf aus einer Klinik, wo ihr mitgeteilt wurde, ihre Tochter liegt dort und sie möge bitte mal in die Klinik kommen. Am frühen Nachmittag, also Freitagnachmittag, wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Kind eigentlich hirntot ist. Der Vater kam dazu und das Kind verstarb um 22.30 Uhr am Freitag. Mir fehlen wirklich die Worte, muss ich ganz ehrlich, weil ich habe selber einen Sohn, der ist zwar schon groß, aber dafür stehe ich nicht hier. Es geht um Menschen und um Menschlichkeit. Und wenn ich mir angucke in den letzten Tagen, was man mit einem Bodo Schiffmann verbal macht oder mit einem Samuel Eckert, dann könnte ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Moment, das ist Conny. Das hat mich dann dazu bewogen, dann etwas zu tun und zu sagen, jetzt muss ich an die Öffentlichkeit gehen, habe einen Bericht geschrieben, einen kurzen. Ja, in der Zwischenzeit ist Folgendes passiert. Die Eltern haben gestern Nachmittag Besuch von der Kripo bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, die Eltern wollten, also Freitagabend ist das Kind gestorben. Die Eltern sind dann gegangen und haben, die Ärzte sagten ihm am Samstagmorgen, können Sie sich nochmal in Ruhe verabschieden. Die haben unten irgendwie einen Verabschiedungsraum. Samstagmorgen kommen die Eltern und das Kind ist weg. Kriegt nur noch einen Karton mit ein paar Utensilien in die Hand gedrückt. So, seitdem werden Vater und Mutter psychologisch betreut. Mutter unter Medikamente gesetzt, weil die ist nicht nur einmal zusammengebrochen, die ist mehrfach. Ja? Weil sie haben ihr Kind in die Schule geschickt. Das ist das Problem. So. Man kann ihr aber keinen Vorwurf machen. Der Vorwurf liegt ganz woanders. Sie haben nur das gemacht, was man ihnen gesagt hat. Und im Westen, sage ich mal, ist man viel indoktrinierter als im Osten. Ja, Ende vom Lied ist, das Kind kam in die Pathologie, wurde untersucht. Die Eltern fragen an, wann wird unsere Tochter freigegeben? Wir möchten ja gerne mal eine Beerdigung planen und so weiter und so fort. Ist bis heute nicht freigegeben. Und nachdem gestern die Kripo sie besucht hat, hat durch Zufall die Kripo ihr mitgeteilt, dass die Tochter nicht an der Maske gestorben sei, sondern an Aneurysmen im Hirn. Mehrere. So, dann frage ich mich, oder die Eltern fragten sich dann, ein kleines sechsjähriges Mädchen, was Sport macht, was auf Ponys reitet, noch nie krank war, großartig, was soll das? Das ist aber nicht das Schlimmste. Sie haben natürlich auch mitgeteilt, dass der Busfahrer ein Problem bekommt. Da läuft ein Verfahren anscheinend, weil er die Maske nicht abgenommen hat. Unter anderem. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Kripo auf die Eltern massiv eingewirkt haben, niemandem mehr irgendwelche Informationen zur Verfügung zu stellen. Weil es wäre ein laufendes Verfahren und sie würden sie strafbar machen. Und jetzt soll mir mal irgendeiner erklären, dass diese Geschichte mit diesem armen kleinen Mädchen und den Eltern Fake News wären. Nur weil es nicht in Schweinfurt passiert ist, sondern auf dem Lande, deswegen hatte ich auch nur geschrieben, in der Nähe von. Warum weiß die Kripo dann, zu welchen Eltern sie fahren müssen, wenn es dieses Kind nicht gibt? Ja? Und wenn dieses Kind nicht gestorben ist, warum werden die Eltern dann erpresst? Das macht mich wütend. Ich habe meine ganze Familie beerdigt. Bei mir sind wirklich meine Großeltern, Onkel und Tanten zum Teil in den Armen gestorben. Ich weiß, was Tod bedeutet.
Ich selber bin 2006 beim Verkehrsunfall gestorben. Ich weiß, was da passiert. Deswegen kann dieser Staat mich nicht einschüchtern. Sehr schön, vielen Dank. Das ist der Mann, der diese E-Mail geschrieben hat, die durchs Internet gegangen ist. Und wir haben dadurch direkten Kontakt. Und das sind die Beweise,